Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir haben letztes Mal den letzten Riss geöffnet und ich komme hier einfach... Jetzt komme ich hier... Okay, jetzt komme ich hier rein. Ich bin glücklich. Ich habe nie was gesagt. Letztes Mal habe ich das vergeblich versucht. Da war wohl noch die Scheibe im Weg oder ich war einfach sehr, sehr untalentiert. Aber jetzt bin ich hier endlich drin. Lockpicks. Krieg ich auch einen Tresor, den ich öffnen darf? Ich meine, das ist eine Bank. Hier müssten doch eigentlich überall Tresore sein, die gute Sora sich schnappen kann. Na? Also beziehungsweise Lizzie. Ich schnappe mir ja nichts. Ich lasse schnappen. Ich bin sozusagen, wenn das hier Pokémon wäre, würde ich sagen, Pikachu, wirf den Ball für mich. Nein, ich weiß nicht, was für ein Mist ich heute rede. Es tut mir so leid. Ich rede heute total einen Käse. Es tut mir total leid. Hey Lizzie. Ja, Lizzie ist enttäuscht von mir. Sie guckt mich schon so an. Ich hab's ja schon verstanden. Du bist nicht mein Pikachu und ich nicht dein Ash Ketchum oder deine Misty oder sonst irgendwer. Warum kenne ich diese Namen? Und ich frage das jetzt mal ganz im Ernst. Es ist literally viele, viele Jahre her, seit ich mir Pokémon angesehen habe. Und habt ihr euch Pokémon angesehen? Kennt ihr Pokémon? Ihr kennt bestimmt. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sich auf YouTube rumtreibt, der Pokémon nicht kennt. Ich glaube das irgendwie nicht. Waren wir hier schon? Nee, oder? Das ist alles, das ist neu. Sonst wären hier nicht so viele Sachen, die ich plündern könnte. Das ist alles neu. Und bevor wir in den Tresor gehen, wo wir hingehen... Ja, genau. Bevor wir in den Tresor gehen, wo wir hingehen sollen, plündere ich hier erstmal alles und gucke, ob wir irgendwas vergessen haben. Denn ich weiß nicht, wie es danach weitergeht, wenn wir im Tresor waren. Und ich glaube, es hat einen... Ich glaube, es hat einen Grund, warum wir jetzt die Scheibe hier geöffnet bekommen haben, netterweise. Warum blinkst du denn so? Musst du mich echt zur Seite schieben, Lizzie? Warte, das kann ich auch. Boah, kann ich nicht, okay. Wie gemein, Lizzie kann mich zur Seite schieben, aber ich sie nicht. Okay. So. Oh, erstmal eine Banane unten. Erstmal eine Banane essen und eine Soda trinken und nochmal eine Banane. Warum schließt man eine Banane im Tresor ein? Weil sie ein wertvolles, leckeres Obst ist. Mögt ihr Bananen? Es tut mir leid, ich bin heute einfach sehr... Ach so, ja klar, Lockpick, aber ich habe schon alle Lockpicks. Auch deswegen wünsche ich mir gerade sehr... Ich höre die Dame schreien. Auch deswegen wünsche ich mir gerade sehr, sehr heftig einen Tresor, damit wir ein paar Lockpicks loswerden können. Ich meine, mir wurde ja schon gesagt, ich werde hinterher, am Anfang hat man ja immer wirklich so gerade genug Lockpicks gehabt, um die Tresore zu öffnen, die es da gab. Und mir wurde dann schon gesagt, von dem lieben Captain Peng mal, dass ich irgendwann mehr Lockpicks haben werde, als ich brauche. Da komme ich nicht durch. Deine Geburt war mein Untergang. Mie. Ach, das Frau. Ich meckere nicht so viel, glaube ich. Ich mag das da oben nicht. Das sieht aus, als wäre es ungesund. Ich gehe da mal hin. Ach, du. Da ist... Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen... Schrei doch nicht so. Es gibt Leute, die versuchen hier gerade sowas wie eine Moderation zu machen. Oder zumindest tun sie so, als ob das gerade... dabei plaudern... Plaudern sie einfach nur. Okay. Wir gehen nochmal zurück. So. Wir gehen da noch einmal. Warte mal. Da bin ich aber gerade. Ah, da bin ich durch. Genau, hier. Wollte es doch gerade. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen gehabt eben. Na, ist schön da oben. Wer das nachher alles putzen muss wieder, ne? Schlimm sowas. Jetzt muss ich an das Kera Cleanup Detail denken. Bioshock Infinite wäre ein wunderbarer Schauplatz zum Putzen. Das würde großen Spaß machen. So, da haben wir die Engelchen. Davor war der Riss.
Und dahinter ist der Tresor. Und hier sollen wir eigentlich durch. Dankeschön. Denkt also das Kämpfen wieder an. Da, bis. Woher schießt es? Ach, das. So, der hier. Geh da mal raus. Wo ist die Lady? Die da oben, ist sie das? Nee, das ist sie nicht mehr. Mein Aim ist halt... Oh. Der Horror und so. Ich versuche mal trotzdem, einfach nur weil... Ach so. Moment mal ganz kurz, wir lassen das mal. Lass das doch mal, ich muss da gerade was... Ich muss da gerade was machen. Lass das doch mal kurz. Okay, nachladen ist gerade schlecht. Ich habe keine Munition mehr, gell? Wie mache ich das nochmal mit dem Waffenwechsel? So, so, so mache ich. So. Okay, Lizzie, ich bräuchte mal... Das hier schnell. So. Okay. Es tut mir sehr leid, wenn ich währenddessen manchmal ein bisschen schweige, aber es ist dann sehr, sehr laut auf meinen Ohren. Ich habe dann wirklich, und ich habe dann immer das Gefühl, ich muss brüllen, damit ihr mich noch hört. Und das muss ich eigentlich nicht, und dann muss ich es hinterher immer, wenn ich mir den Ton anhöre, was ist das jetzt, die Leiche gewesen? Dann muss ich das immer... Egal. Und dann, ja, dann brülle ich immer rein und das muss ich dann hinterher doch wieder ausgleichen und deswegen versuche ich immer. Und vor allem, ich versuche mich immer ein kleines bisschen zumindest zu konzentrieren, damit die Kämpfe nicht gar so lang dauern und so frustrierend werden. Das macht ja auch für euch beim Zugucken keinen Spaß, wenn ich einfach nur die ganze Zeit vor mich hin versage. Ich bin ja jetzt schon schlecht. Ich meine, ich weiß, ich bin keine gute. Ich kann nicht richtig zielen. Ich bin furchtbar. Mein Aiming ist furchtbar. Aber gerade deswegen denke ich mir immer so, konzentriere ich mich ein bisschen, dann ist es nicht ganz so fürchterlich. Wow, das waren zwei Münzen. Das ist eine Kasse. Oh, die Kasse ist natürlich leer. Müssen hier in der Bank nicht irgendwo Goldbarren en masse auf mich warten? Wir suchen jetzt erstmal alles ab, bevor wir zu Kampf... So warte. Ach, der ist schon offen. Mist. Waren wir hier schon? Ich weiß es gerade ernsthaft nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh. Nö, kann nicht sein, dass wir hier schon waren. Sonst hätte ich das Geld, glaube ich, mitgenommen. Manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man einfach der Esel ist, der alles... Ja, Schrotflinte will ich nicht. Der alles mitnimmt. Ich wollte jetzt nicht das andere Wort mit A sagen. Aber im Prinzip sind wir gerade ein kleiner Dieb. Und es ist eine ziemlich eklige Vorstellung, Leichen die Ananas aus der Tasche zu ziehen, um sie dann zu essen. Oder den Kuchen, wie bei dem einen da eben. Wir plündern erstmal alles und danach muss ich wieder Munition kaufen. Aber erstmal plündern, vielleicht kriege ich ja Muni. Aber es sieht gerade eher ein bisschen mau aus, als sie sind voll. Der Schreibtisch ist... Die kriegen viel Munition, aber für die falschen Waffen. Ich bin jetzt übrigens sehr gespannt, was uns in Kampfstockhaus erwartet. Wir wissen inzwischen, ich muss das einmal ganz kurz auch für mich nochmal zusammenfassen. Wir wissen, Lizzie ist nicht wirklich die Tochter von Mr. Prophetenbacke hier. Und auch nicht wirklich die Tochter von Lady Comstock. Er hat mit den Lutex, das sind wohl diese beiden lustigen Gestalten, die immer mal wieder auftauchen und dann doch nicht richtig da sind, Experimente gemacht und dadurch wurde Lizzie
Aber ich verstehe das noch nicht ganz. Wenn die Lady Comstock sagt, boah, du hast mich betrogen, wie kannst du nur? Aber sie war doch schwanger. Ich meine, wir haben ja nicht plötzlich die Gesetze der Biologie umgedreht und sagen jetzt, hey, der Prophet ist schwanger. Male Preg for the win und so. Das machen wir ja nicht. Hey, ich bräuchte da mal Munition. Ich habe keine mehr. Und deswegen, ich meine, selbst wenn er sie betrogen hätte, würde das doch effektiv nur bedeuten, jemand anderes war schwanger. Heißt das jetzt, wir sind die Tochter im Prinzip von Lady Lut, also von dieser Madame Lutek da, die hoppala versehentlich dann schwanger wurde, von Comstock, der aber ja eigentlich, hier oben waren wir schon, auf der anderen Seite waren wir noch nicht, der ja keine Schwimmerchen mehr im Säckchen hatte. Ich finde, das ist eine nette Möglichkeit, eine nette Art und Weise auszudrücken, dass er leider nicht mehr kann und so. Wobei, bei dem Typen will ich eigentlich nicht leider sagen. Ich glaube, man kann sehr dankbar sein, dass der nicht mehr konnte. Wenn man wirklich Nachwuchs von sowas haben? Ich meine, ich will jetzt ja keine anderen schlechten Menschen heranziehen, aber bei gewissen Diktatoren denkt man sich doch schon so, ich will eigentlich keinen Nachwuchs von dir. Wir können hier abhauen. Ich glaube, wir haben auch alles gefunden, oder? Das blinkt, macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Hatte ich hier alles? Ich brauche eine Karte. Warum? Okay. Ich will mal wieder versuchen, aber wir müssen hier raus. Kehre zum Tor von Comstock zurück. Wir haben jetzt auch immer noch nicht die Hand, oder? Warte mal ganz kurz. Ich muss da mal dahin zurück, wo ich sie getötet habe. Aber ich glaube... Nein, in dem Moment, wo ich sie getötet habe, tauchte das auf. Kehre zurück. Die haben wir hier, glaube ich, erschossen. Oder? Das war hier. Wir sind hier runter und dann stand sie hier und... Oder war das... Nee, die ist nicht oben gewesen. Die ist von oben nach unten gekommen. Hier irgendwo müsste sie liegen. Aber wir haben keine Hand von ihr. Außer Lizzie hat sich die gekrallt. Das könnte natürlich auch sein. Na gut. Wir gehen mal zurück. Und ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich werde gleich zur Vorsicht einen Neustart machen, wenn wir ins Gebiet, ins andere wechseln. Ja. Ich wurde auch schon gewarnt, dass es eventuell sein kann, dass es später nochmal leckt, weil es dabei selbst bei AMD-Grafikkarten Probleme gab. Wohl drücken wir einfach mal das Knöpfchen und gucken, was passiert. Ja, bitte. Bereich verlassen. Vor jeder Bank des Propheten. Die Bank des Propheten ragt wie ein goldenes Kalb über der Stadt auf. Was wohl ein paar Flügel kosten? Kehre zum Tor von Comstockhaus zurück. Öffne die... Ach da... Wollte gerade sagen, öffne die Türen für mich, aber nein, falsche Seite. Hier haben wir... Falsche Taste. Auch schon alles durchsucht gehabt. Aber ich hätte tatsächlich ganz gern den Karabiner wieder. Meistens benutze ich das... Ich muss eigentlich gar nichts plündern, wir haben alles. Wobei ein bisschen Karabiner-Munition könnten wir, glaube ich, brauchen. Das waren, glaube ich, so 2-3 Schuss... weniger, als wir maximal haben können, die ich da eingesammelt hatte. Gekauft hatte, meine ich. Okay. Comstockhaus, wir kommen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir uns zurückverlaufen haben. Oh, Silver Eagle. Das ist aber jetzt neu, dass die wieder hier sind. Die habe ich nicht letztes Mal alle vergessen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Hier geht's raus. Ja. Es brennt direkt davor. Hier um die Ecke ist nichts mehr. Okay. Ecke. Da habe ich mir gerade den Oberschenkel angeschlagen. Gibt einen blauen Flecken. Okay. Ich ahne es. Wir sind doch gleich wieder irgendwo Gegner. Aber ich bin glücklich, solange es nicht die Krähenheinis sind. Und da wir hier theoretisch alles schon abgesucht haben, laufen wir jetzt einfach mal ganz fix dahin, wo wir hin müssen. First Savings Bank of Cola. Ah, haha, das ist so ein... Warum kann ich den nicht plündern? Warum kann ich da nicht reingreifen und mir einfach die Tasche vor das Silver Eagle hauen? Das ist direkt ein Verkaufsautomat. Ich könnte hier einfach hingehen und sagen... Warum fehlt mir für ein Karabiner Munition? Ich hab doch eben... Hä? Hab ich das nicht eben...
wann habe ich geschossen? Also ganz ernst gefragt, wann habe ich geschossen? Ich dachte, ich hätte die ganze Munition gekauft. Okay, mir fehlt jetzt einmal was für unseren Karabiner, aber... Heiliger, das... Hier leckt es, glaube ich, manchmal einfach nur, weil das Gebiet noch nachlädt. Das ist so ein riesengroßes Gebiet, dass es vermutlich selbst am Anfang, wenn wir hier reinkommen, nicht alles lädt. Je nachdem, wo man hinläuft, kann man ja auch ganze Bereiche skippen, weil mehrere Wege zu Comstocks Anwesen führen. Das war ein schöner Leck. Und ich habe gerade eben neu gestartet, als wir hier rausgekommen sind. Das heißt, es dürfte nicht am üblichen, ich bin manchmal ein bisschen zickig liegen. Warte mal, der Frachthaken. Warte mal. Lizzie? Öffne ihn. Bitte sehr. Mach mal. So. Komm zu, ich komme zurecht. Na, dahin. So. Wir waren hier oben drauf, glaube ich, schon mal. Da haben wir irgendwann jemanden... die Schweizer Käsementalität näher gebracht. Musst kurz ohne mich gehen. Ja, das geht schon, Lizzie, das geht schon. Und hier hinten sind wir auch schon entlang gelaufen. Stimmt, da waren die flimmernden Texturen. Ey! Ich freue mich irgendwie darüber, dass es die hier gibt. Ich weiß auch nicht, warum. So. Es leckt ein bisschen. Wenn ich hier runterspringe einfach, bin ich tot, oder? Also ich meine so tot, so Schweizer Käse tot. Nur ohne Schweizer Käse sind da. Kann ich einen Haken und dann kann ich aber einfach hier runter. Und da passiert mir nämlich komischerweise nichts mit meinem Schild. Okay, ich hätte jetzt gerne Downtown Emporia. Nee, das kann es nicht sein, oder? Ich bin mir gerade echt unsicher. Hä? Bin ich hier nicht her? Habe ich hier nicht angefangen? Bin ich hier nicht hergekommen? Ich bin... Okay, wir gucken mal hier auf die Karte. Ich muss theoretisch nach... geradeaus. Au, oh, und hier war der Fotoladen. Natürlich. Hier konnten wir rein. Hier war der erste Riss, den wir geschlossen haben. Dann sind wir zu den Lutec-Labors gegangen. Was das hier ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da habe ich... Der Witz war, das hatte ich auch... Ich musste hier die Stelle ja zweimal spielen. Weil es so unglaublich geruckelt hatte. Beim ersten Mal. Also nicht dieses kleine Nachladen. Ich stocke mal kurz. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Oh, er kann so lieb sein. Manchmal mag ich Booker richtig und manchmal ist er ein Arsch, aber meistens mag... Okay, Memorial Gardens, da können wir durch. Meistens mag ich ihn, weil er ein echt netter Kerl sein kann. Lizzie, kommst du bitte hier? Ich lauf mal kurz Lizzie nach, die... Aber ich meine, er hat... Oh, da liegt... Nein, da liegt nichts. Einfach nur so ein Körbchen. Lizzie, wir hätten auch auf der anderen Seite die Treppe hochgehen können, weißt du? Das wäre im Prinzip aufs Gleiche rausgekommen, aber... Ist okay. So, hier lädt es nochmal manchmal nach. Und wir sind praktisch fast da. Da ist die unglaublich schöne Statue, die nur so ein bisschen angeschossen wurde. Ich sehe hier gerade niemanden. Kehre zum Kampfdoktor zurück. Ich finde es übrigens schön, dass Booker inzwischen ganz auf meiner Seite ist. Wir gehen hier weg und du musst nie wieder zurück. Und ich glaube, im Moment, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Mir hat ja schon mal, ich glaube, jemand angehintet, wenn ich das richtig verstehe, dann wollte mir jemand durch die Blume, ohne es mir direkt... Meine Mutter. Und du auch nicht. Aber er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Ach ja. Ja, ich glaube, jemand wollte mir anhinten, dass es nicht so laufen wird, wie ich mir das wünsche, dass...
Das Booker nicht ein allumfassend netter Mensch? Oh, nicht schon wieder. Was? Wer? Wo? Auf. Okay, wir machen das mal so kurz. Oh, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben, wenn er mich jetzt noch ein paar Mal trifft. Wo ist das blöde Flakgeschütz? Sie ist immun gegen die Killerkrähen, der Rest nicht. Wir könnten trotzdem mal auf das wechseln. Das kann sein, dass das ein bisschen... Wer von euch hat das blöde Flak geschützt? Bitte sehr. Dankeschön. Okay. Ich muss mal kurz... Ja, Präzisionsgewehr, schön und gut. Ich muss mal ganz kurz irgendwo anders hin. Wer von euch miesen Kleinen hat das Ding denn... Oh, das ist schon wieder weg. Mist, ich bin tot. Da habe ich nicht aufgepasst. Ach, Lizzie, meine kleine Lizzie. Wir haben Geld verloren. Und weniger Munition. Dankeschön. Ja, da hinten hat das Flak geschützt, oder? Der Große. Okay, geschafft. Eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Okay. Ich glaube, sie hat... ihr und uns vergeben. Das finde ich gut. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh, sie hat uns das Tor geöffnet. Das ist sehr lieb. Ich hoffe gerade, meine FPS bleiben, wie sie sein sollen. Ich muss Munition kaufen. Da drin wird es nicht friedlich sein. Und ich brauche ganz, ganz dringend Munition. Wer von euch drei? Arme, du könntest es doch sein. Nein, du bist das Falsche. Digga, dich will ich haben. So, Munition für den Karabiner. Da haben wir viel zu wenig. So, und für das Maschinengewehr bitte. Oh, da habe ich praktisch gar keine mehr. Okay. Einmal. Waffe wechseln, nachladen. Jetzt nochmal gucken, ob ich nochmal welche kaufen kann. Ich glaube, daran lag es eben, dass ich nachgeladen hatte und dann plötzlich... Okay. Oh, aber ich sehe gerade,
Ich sehe gerade, es hat gespeichert, nachdem die Lady weg war. Vermutlich muss ich gleich nochmal Munition kaufen. Ich könnte aber auch gleich nochmal nach dem Vega schauen. Ich wollte ja eigentlich den Teufelskuss verstärken. Das müsste jetzt auch gehen. Aber die Folge ist ohnehin gleich vorbei. Ja, dann kaufen wir das doch auch. So, bitte. Jawohl. Das ist es mir wert. Wir haben immer noch eigentlich relativ viel. Die Bronco. Ich habe den Bronco immer noch nicht. Ich finde das so gemein. Ich würde jetzt aber mal Schluss machen. Die Folge ist vorbei. Wir gehen in der nächsten... Hier, gut aufheben. Dankeschön. Jetzt will ich nicht aufhören eigentlich, aber... Wir gehen in der nächsten Folge, gehen wir dann in Comstockhaus rein. Macht euch bis dahin einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ich werde dann bestimmt auch wieder vielleicht ein bisschen sinnvollere Dinge und logischere Dinge sagen. Heute war einfach, also der Anfang war gerade einfach so... Ich habe letztes Mal nämlich nochmal aufnehmen müssen wegen dem und dann war das also weil es halt geruckelt hat und dann war das eine sehr kurze Aufnahme, deswegen... Ja, ist es jetzt schon wieder ein bisschen her. Gut, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder in Comstockhaus. Gott sei Dank hat die Lady uns vergeben und möchte eigentlich doch auch nur, dass wir alle in Frieden leben können, glaube ich. Bis dahin, wir sehen uns hoffentlich und bye bye.